Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Einige sehr interessante Sachen, die ich in der letzten Woche gemacht habe, möchte ich euch zeigen. Und damit recht herzlich willkommen bei Train Dreams. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, so auch heute. Und ich zeige euch, was ich in der letzten Woche so Schönes gemacht habe. Die letzte Woche war durch Ostern ein bisschen kürzer, aber es geht schon. Ich habe genug gemacht und das möchte ich natürlich jetzt hier im Hintergrund schon angefangen haben. Die Betonfläche, ja, diese Platten, Betonplattenfläche, schöneres Wort als eben, die Betonplattenfläche, die habe ich jetzt bemalt mit einem helleren Grau, zu den Farben komme ich nachher immer nochmal und fange jetzt gleich im Anschluss damit an, die Platten zu altern. Hier nichts Hellgrau-Platten und sowas, ne? Das gibt es beim Uli nicht, nein Quatsch, das wird natürlich alles schön aufbereitet, das soll natürlich alles ein bisschen realistisch wirken, auch wenn es nur 1 zu 160 ist, was ja immer ein bisschen schwieriger ist in unserem kleinen Maßstab, aber das geht schon. Hier habe ich jetzt die Auffahrt, vielleicht erzähle ich immer mal ein bisschen weiter, als da hinten gerade zu sehen ist, das ist selbsterklärend da hinten im Hintergrund. Und die Auffahrt habe ich gerade gemacht, an die Stelle kommt nämlich ein kleiner Bahnübergang hin, den werde ich euch separat mal zeigen. Da kommt mit Beleuchtung und auch mit Blinkelicht und wie auch immer. Das wird also alles noch gemacht. Ist aber ein späteres Thema. Und im Hintergrund, um mal wieder darauf drauf zu kommen, da habe ich jetzt natürlich erstmal wieder die ganzen Platten bemalt und ich habe auch mit schwarzer Wash diese ganzen Spuren. Das heißt, ich habe mir vorher ausgedacht, was könnte wohl sein? Man sieht da oben auch wie so eine Art Einfahrt in das Gebäude, wo der Dreck halt ein bisschen mehr zentriert ist. Und auch die Spuren vorne, wo man reinfährt, wo man eben auch da verlädt an der Kante auf die Züge und so weiter und so fort. Und das habe ich mir natürlich vorher ausdenken müssen, wo das Ganze hinkommt. Dann habe ich das Ganze mit drei verschiedenen Schichten abgedeckt. Zuerst habe ich mit einem Quarzsand, mit einem rötlichen Quarzsand. Das mache ich ja immer so, weil ich den einfach nicht mag. Den habe ich zuhauf mal gekauft. Der kommt halt so immer unten drunter. Und oben drauf kommt jetzt ein normal aussehender Sand mit ein bisschen einer Erde vermischt. Ihr seht schon, ich habe auch über die Kanten rüber, habe ich den Dreck mitgezogen. Das heißt, man hat ja nicht eine ganz glatte Kante irgendwo. Hier ist Betonplatte. Da drüben fängt der Dreck an. Das geht ja manchmal so ein bisschen fließend über. Und wenn ich mit dem Lasercutter das so gemacht habe, dann hat man ja zu scharfe Kanten. Das geht ja auch nicht. Sieht ja auch nicht schön aus. Aber eine schöne Oberfläche. Ja, das ist natürlich Fakt. Und die Platten könnte man schön machen. Auf jeden Fall habe ich das Ganze dann, damit man es natürlich auch auf den Platten behält, mit Kleber fixiert. Habe das Ganze dann mehr oder weniger dann schön eingeweicht mit Weißleim-Wassergemisch und habe jetzt noch mit einem feinen Pinsel so die Spuren ein bisschen verstärkt. Und ihr seht schon, da ist der Eingang in das Gebäude. Auch da kommen noch ein paar Spuren. Auch wenn das Gebäude zum Schluss circa 1 cm weiter hinten sitzen wird, passt das trotzdem noch. Denn das hatte ich mir überlegt. Ich habe die Felswand, die ja da hinten an der schwarzen Kante hinkommt, die kennt ihr ja vielleicht. Die landet ja genau hinten dran, also konnte ich das Häuschen schön weit nach hinten stellen. Hier mal eine kurze Übersicht, die Wagen und die Achsen, das ist nur ein bisschen, naja, mal eine Spinnerei von mir. Das kommt wahrscheinlich dorthin, aber wird natürlich aufgearbeitet, wird alles schön gemacht, wird alles verrostet, wird alles gealtert und so weiter. Hier sehen wir schon ein paar Softpanel-Farben, die ich dann verwenden werde dafür. Das habe ich schon mal zurechtgelegt. Und ja, es sollte schön werden. Und während das Ganze getrocknet ist, habe ich mir jetzt vorgenommen, dieses kleine Auto nur ein bisschen zu verrosten. Gar keine große Arbeit zu machen, denn das Autochen, was ich eben ein bisschen verrostet habe, soll, wie wir jetzt sehen, in dem Gebäude stehen. Dann kommt ein kleines Preiselein daneben, was das Ding gerade auseinanderbaut. Da hatte ich so ein bisschen die Ludolfs in Gedankengang gehabt, obwohl das jetzt damit überhaupt nichts zu tun hat. Aber irgendwie habe ich da an die gedacht, wo ich, die kennt ihr ja wahrscheinlich sowieso alle, wo die da immer die Autos auseinanderbauen da drinnen. Oder vielleicht auch einige andere Sendungen. Und ja, ihr seht schon, es kommt weiter hinten hin, aber es passt wirklich gut. Und das Häuschen habe ich mit Weißleim aufgeklebt, habe ich dann mit zwei solchen Trabos beschwert, damit das schön fest ist. Da ich aber drunter Sand habe und das Ganze ein bisschen uneben ist, war mir vorher auch bewusst, aber ich wollte es eben eigentlich auf die Betonfläche stellen, habe ich jetzt hinten Weißleim, also unverdünnten Weißleim rangeschmiert sozusagen in diese Millimeter Ritze, die sich da gebildet hat, die so ein bisschen uneben war. Ja, und habe dann lediglich Sand drauf gestreut. An die Stellen, wo es halt noch ein bisschen löchrig ist, habe ich das Ganze nachher nochmal gemacht, das zeige ich euch jetzt nicht, jetzt von der Seite noch. Und das hat hauptsächlich den Grund, da kann ja auch eigentlich Bewuchs daneben, aber in dem Haus ist ja Licht, was ich in der letzten Woche gebaut habe. Und dieses Licht würde da unten rausscheinen und das sieht natürlich nicht schön aus. Der nächste Schritt war, dass ich mich wieder an meinen Computer gesetzt habe, habe hier mir einen Bansen
entwickelt. Entwickelt, ja klar. Habe mir den erstellt, wie ich mir das gedacht habe. Habe das alles vorher fein säuberlich auf meinem kleinen Modul ausgemessen. Deswegen auch die verschiedenen Trennwände da oben von klein zu groß. Damit es eben auf diese Stelle da rechts, werden wir gleich sehen, hinpasst. Damit das hinkommt. Also ihr seht schon, ich baue mir tatsächlich das Ganze wirklich nach meinen eigenen Maßen. Also ich, wenn ich jetzt was kaufen würde, so ein Kohlebansen, in dem Fall soll es ein Schrottbansen, gibt es wahrscheinlich gar nicht. Gibt es Schrottbansen? Ich glaube nicht. Es ist jedenfalls so ein Ding, wo man was Schrottiges reinpacken kann. Und wenn ich mir das jetzt gekauft hätte in irgendeiner Form, dann wäre das wahrscheinlich ziemlich gleichmäßig gewesen, hätte überhaupt nicht dahin gepasst. Also habe ich die Möglichkeit, wie die meisten oder wie viele von euch jetzt mittlerweile ja auch, mit dem 3D-Drucker mir das ganz einfach zu erstellen und das Ganze dann dahin zu kleben. Das macht natürlich so eine Modellbahn unglaublich, wie soll ich jetzt mal sagen, flexibel. Ja, das heißt, man kann eben seine komplett eigenen Gedanken einfließen lassen. Ihr seht schon, dass der Betonweg weiter oben, der so einen kleinen Bogen macht, nämlich eben rechts bis zu dem Bahnübergang, ja, das sind die Trennwände halt eben angepasst worden von mir, eben auf die bestimmten Längen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Habe vorne immer diese kleinen Stege ran gemacht, wo dann eben die Trennwand so drauf trifft oder wie auch immer, was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich nicht. Doch, weiß ich schon, aber das habe ich mir halt so gedacht dabei. Das Ganze wird grundiert, wie immer, schön lieblos, einfach Patsch da drauf gemacht. Denn ich möchte, wie ich es immer schon gesagt habe, keine gleichmäßigen Bemalungen haben. Das passt einfach nicht. Das kann man vielleicht machen, wenn der Stil der Modellbahn so ist, wo man sagt, ja, hier muss alles perfekt sein. Also ich brauche keine Züge zu altern und zu gestalten, wenn dann eben der Hintergrund auch alles nur so eine glatte Farbe ist. Passt also nicht. Von der Seite kann das ruhig ein bisschen uneben sein. Das heißt, uneben jetzt von der Farbgestaltung her. Ich habe jetzt übrigens hier zwei verschiedene Graufarben. Ihr habt es gesehen. Die eine ist mehr in den hellgrauen Bereich. Das ist so die Grundfarbe. Und die andere hat so einen ganz, ganz leichten bläulichen Touch mit drin, obwohl bei beiden blau mit drin stand. Ist ja auch egal. Ihr seht schon, das ist jetzt dieser mehr ins hellgraue, kann man auch nicht sagen. Das ist eine seltsame Farbe. Mir gefällt es aber irgendwo. Und habe auch das ganz grob nur bemalt von innen und von außen und auch natürlich von innen. Ist klar, wir sehen es ja von der Innenansicht jetzt, was man später sowieso nicht sehen wird. Aber manchmal möchte man ja schöne Aufnahmen machen und wie auch immer. Und dann soll das schon schön sein. Und das Gewissen, dass man eben sagt, ich habe alles schön angemalt, ist eben auch, was da eine große Rolle mitspielt, dass man sagt, ich habe es von allen Seiten schön und nicht bloß von vorne, wo ich sehe, sondern ich könnte jetzt von allen Seiten eben ran filmen oder ran gucken und alles ist toll. Und jetzt male ich diese Kanten auch noch mit und das ist eben dieser andere Grauton. Es sind beides die gleichen Grautöne. Das heißt, die passen wirklich 100%ig gut zusammen und die sollen so den Vordergrund oder besser gesagt diese Kanten da, soll ja auch Beton darstellen. Ob man es sieht, weiß ich nicht. Es soll jedenfalls so sein. Ich habe es jetzt hier schon stehen auf meiner Werkbank da drüben. Es sieht im trockenen Zustand recht nett aus. Es gefällt mir. Es wird natürlich noch gestaltet. Da kommt noch ein bisschen was dran und so weiter und so fort. Und wenn da dann Teile drin stehen, da kommen viele, viele Schrottteile rein zum Beispiel. Im einen vielleicht ein paar Reifen oder ja, neulich hat jemand geschrieben in den Kommentaren, Zahnräder. Natürlich, ich habe eine Steampunk-Anlage, die zwar noch nicht so steampunkig aussieht, wie sie mal sein soll. Das kommt also erst, wenn die ganze Anlage so grob fertig ist. Deswegen sitzen auch nirgendwo noch schon Preiserlines bei mir, weil da kommt noch einiges an Gestaltung mit dran. Und aber Zahnräder tatsächlich, die kann ich mir mal schon mal vorbereitend ausdrucken. Die können da irgendwo liegen, die Steampunk-Anlage, ja. Es wird jetzt nicht ganz so sein, dass an jedem Gebäude 10 Zahnräder draußen sich drehen. Das wird nicht der Fall sein. Es soll einfach diese raue Steampunk-Ära, die es ja nicht gibt in Wirklichkeit, aber so wie bei Batman so ein bisschen, wenn man so diese großen Gebäude da sieht und so weiter. Das wird aber dann mehr auf dem Teil der Anlage hier dargestellt werden, der vor mir noch ist, der überhaupt noch nicht angefangen wurde, wo dann eben auch größere Gebäude im Hintergrund sind. Keine Angst, es wird kein Batman auf dem Haus oben stehen. Obwohl, warum eigentlich auch nicht? Aber na gut, wir schauen einfach mal, was ist. Und ja, wie gesagt, und das Ganze wird natürlich jetzt gealtert. Ich habe versucht, die Kanten ein bisschen rauszuholen. Ich habe versucht, das Ganze zu beschmuddeln und dreckig zu machen. Da kommen, was ich euch leider heute hier nicht mehr zeigen kann, weil es eben noch feucht war. Und dann kam auch Ostern dazwischen. Deswegen auch diese Kreidefarben vorhin, die ich eingeblendet habe. Da kommen natürlich noch so ein paar Verwaschungen runter, wo eben der Dreck runtergelaufen ist. Das kommt, diese feinen Details.
das kommt alles noch. Ja, selbst bei meinem Steinbruch oder bei meinem Holzlager, was ich vor kurzem gebaut habe, selbst da kommen noch Details mit rein, die ich noch gar nicht gemacht habe. Aber das soll eben die spätere Gestaltung werden. Und die Module sind ja, ihr wisst es ja mittlerweile, alle abnehmbar. Die kommen auf meine Werkbank hier drüben und die kann ich später ganz, ganz sauber immer noch bemalen. Und schaut mal, ich denke mal, das kann sich als Wochenupdate blicken lassen. Das ist alles fest, das ist alles stabil. Und wenn dann der Bagger oder der Gabelstapler, was auch immer, da hinkommen soll, ich habe hier ein kleines Gebäude schon stehen, was noch drauf kommt. Der Wagen, wie gesagt, das ist nur Deko im Moment, aber es wird wahrscheinlich da hinten hinkommen. Aber die Achsen, die müssen ja dann die Spitzen abgeschliffen kriegen, weil so eine Spitzen kann man ja dann nicht machen. Hier ein paar Gleisteile, wo ich wahrscheinlich nur die Schienen abziehen werde, die ich so übrig hatte, die dann irgendwo auf einem Stapel liegen. Dann habe ich ein paar von Laternenpfähle und. Aber das wird wahrscheinlich in den nächsten Folgen alles so nach und nach mit seinen Weg hier rauf finden. Und ich denke mal, der Fortschritt von letzter Woche zu dieser Woche, der kann sich sehen lassen. Das sind viele kleine Sachen, die vorbereitend sind. Ja, das bleibt ja dann unterm Strich nicht so, wie es hier gerade zu sehen ist, sondern es wird ja auch noch begrünt, es kommt noch irgendwas hin. Die vielen Autos, die noch fehlen, der viele Schrott, der noch fehlt und so weiter und so fort. Und ich denke, mit diesen beiden Fortschritten oder mit den mehreren Fortschritten, ich habe jetzt bloß gerade die beiden, das Auto und den Bansen im Kopf gehabt, kann ich mich verabschieden für die Woche. Ich wünsche euch